Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Survivor 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir waren dabei, hier eine Menge Karotten zu ernten. Der liebe Albrecht ist auf dem Feld unterwegs. Wir haben auch schon gut was runtergeholt. Die zwei Anhänger, beziehungsweise der LKW mit dem Anhänger ist voll. Die LKW-Ladung geht zu den Hippies. Und Albrecht? Ja, weißt du, was ich nicht mehr sehen kann? Karotten? Karotten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ey. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja. Was hier runterkommt von dem Feld. Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder voll, also irgendwie. Ich finde auch den Ertrag unterschätzt man völlig, ne? Wahnsinn, ja, ja. Bei diesem Karottenfeld. Und ja, ja. Simon, alles gut bei dir? Ja, Landwirt, ich bin jetzt fertig bei dem Herrn Kuzorra. Du bist beim Herrn Kuzorra fertig? Ja. Das heißt, wir haben alle Felder soweit geerntet? Nee, ich glaube, ich muss noch zu die Hummels. Genau, aber bei Kuzorra hast du die 32, die 12 und die 40 mit Hafer gedroschen? Und die 39, ja. Und die 39 Weizen, genau. Und bei den Hummels haben wir die 33, 35. Ja. Einmal Soja, einmal Hafer. Soll ich da jetzt hinfahren? Kannst du gerne machen, ey, das wäre super. Ich mach den Anhänger leer. Das Einzige, was du mal machen könntest, vielleicht könntest du mal Anton anrufen. Oder ich rufe Anton an, das kann ich auch machen, wenn ich jetzt sowieso dorthin fahre. Und frag mal, ob dir die eventuell schon mal weiter anfangen kann, da haben wir nicht so hohe Standzeiten. Albrecht? Mhm. Ja. Du musst hier außen immer mal ein bisschen aufpassen. Ich habe da hinten schon 4 Möhren nochmal ausgerissen. Die hattest du übersehen und habe ich da auf den Anhänger geschmissen. Wir sind für später. Achso, okay. Ich liebe diese Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Nein, Spaß. dann nehme ich mir auch noch eine mit. Ja, nimm dir ein paar Möhren mit, auch vielleicht für die Mutti zu Hause. Eine schöne Möhrensuppe, die freut sich. Pack ein, mach die Tasche voll. Okay. Alles klar. Gut, Simon. Gute Arbeit, ne? Und Albrecht, bis gleich. Okay. Jo. Macht's gut. Tschüss. So. Dann heißt es jetzt rein in den LKW und ab zum Hippie. Dem muss ich aber auf jeden Fall noch mal ein ernstes Wörtchen reden, weil ganz ehrlich, ich habe so eine dunkle Vorahnung, warum ich dem hier Karotten liefern soll. Mal ganz ehrlich. Ich meine, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Warte mal, wie fahre ich denn jetzt am dümmsten? Ich könnte eigentlich... Warte mal, wenn ich hier bin... Oh, ich könnte ja hier rechts rumfahren. Das wäre ja perfekt, die Abkürzung. Hier geradeaus hoch. Das wäre ja sensationell. Boah, sau. Das war jetzt aber 200 IQ. Den muss ich auf jeden Fall mal fragen, was da das Vorhaben ist mit einem ganzen Anhänger voll Möhren. Weil ich könnte mir nämlich echt vorstellen, dass... Och, nee. Ich könnte mir nämlich echt vorstellen, dass da so einige Möhren... zu einigen Auspuffen landen. Na gut, warten wir mal ab, wir rufen mal Anton an. So. Moment, ja, hallo? Hallo? Toni hier, Christi. Servus! Oh, da hast jetzt aber du und ich gleichzeitig einen Anruf gemacht. Was? Das war ja ein richtiger Zufall. Erzähl mal, was gibt's denn? Sag mal, du hast deine Mitarbeiter schon unter Kontrolle, oder? Ich hoffe, Anton hat nicht wieder Scheiße gebaut. Weißt du noch, was der da beim Hof da veranstaltet hat? Das Herz? Ja. Toni, der soll dein Herz sein. Ja, das weiß ich auch, aber weißt du, wie der die Sachen da hingebracht hat? Nein. Er hat keinen Schlüssel zu meinem MB-Truck gehabt. Oh, will ich wissen? Was hat er gemacht? Ich hab meinen MB-Truck aufbrochen und dann auch noch hier kurz geschlossen. Das ist halt, das habe ich den Salat. Ist ja nicht dein Ernst? Boah, jetzt gib mir die Tür auf. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Es ist mein Ernst. Er kam ja nur gerade noch daher und hier... Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Kannst du das nicht dem Vitus sagen? Du weißt, wie der ist. Ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich für Ausrede machen, wenn der den MB-Truck anschaut und da hängen da die Kabel raus? Pass auf. Oh, nein. Oh. Wenn nicht, dann lass es wieder... Wenn nicht, lass es reparieren und ich... Ich rede mit Anton, dann müssen wir ihn vom Gehalt abziehen. Da muss er einfach draus lernen, das nützt ja alles nichts. Ja, mach das mal, weil. Okay, also lass das. 180. Bitte, aber bitte erzähl nichts dem Vitus. Du weißt, wie der ist und ich sag mal, den unnötigen Stress, den können wir uns wirklich. Ja, ich glaube, der stürzt sich eher auf den Damien, weil er hier mein Auto kaputt gemacht hat. Oh, bei euch läuft auch richtig am Hof. Ja. Na gut, nee, Toni. Dann mach das mal. Aber danke fürs Bescheid sagen und danke für dein Verständnis. Jo, Pitti. Tschüss. Guten Tag, Herr Peatze.
Du, Peace, ich grüße dich. Peace, Mann. Was hält, ey, Peace, was hältst du denn von meinem Akro-Truck mit 6-Zylinder-Motor und 5 Liter Hubraum und einem Verbrauch des Todes? Der haut richtig krass den Diesel durch, Alter. Das Ding verbraucht 40 Liter, es ist zu geil. Du, Landbert. Und alles rein in die Umwelt. Was denn? Du bist auf den falschen Weg gekommen. Du bist auf den falschen Weg gekommen. Du bist ein Ritter des Unrechts. Du weißt nicht, was du da der Umwelt mit antust. Mit solchen Monstern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist keine Maschine mehr. Das ist ein Tier, ist das. Ein Tier? Und guck dir das mal an. Muss das alles so groß sein, frag ich dich. Das gibt doch auch Bio. Ja, aber wie soll ich denn da Bio machen? Guck doch mal, was wir da abtransportieren müssen. Das ist nur ein Teil. Ja, genau. Ich find das nicht gut. Aber weiß nicht, wann bist du falsch abgebogen? Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, du hast Potenzial. Also, ich meine... Fühlst du dich nicht schlecht? Kannst du nachts noch schlafen? Ich weiß ja nicht, aber manchmal ist es nicht so, dass vielleicht der andere falsch abgebogen ist. Manchmal nimmt man auch selber mal die falsche Ausfahrt. Das kommt ja auch mal vor. Also nicht immer. Riechst du das? Ob ich das rieche? Ja, das riecht nach frischen geernteten Möhren. Mit ein bisschen Diesel. Das ist das Problem. Da kann ich mir das Dressing bei den Möhren ja sparen. Da ist ja direkt das Öl mit dabei. Na, ich hätte sowieso mal eine Frage. Sie bestellen ja so einen ganzen Anhänger, also der hier vorne ist für Sie, der hier auf dem LKW. Sie bestellen so einen ganzen Anhänger Möhren. Also nimm's mir nicht übel, Herr Peace. Sag mal, Sie hatten doch einen anderen Namen wie Peace. Ja, ist richtig. Ja, wie war denn der? Ich bin im Einsatz. Das sage ich Ihnen nicht mehr. Ich bin im Einsatz. Ach, Sie sind jetzt im Einsatz? Ja, wir sind Peace and Danger. Ja, okay. Also einmal falsch abgebogen. Auf jeden Fall, Herr Peace, wollte ich nur sagen, Sie können natürlich, also, Sie müssen mir mal bitte erklären, wie man so viele Möhren isst, oder verfüttern Sie die, oder versuchen Sie die in anderen Leuten Auspuffe zu stecken? Ja. Schäme. Ja, ein kleiner Teil schon. Aber passen Sie auf. Also, das ist natürlich eine so große Menge, das ist, also so eine Möhre ist eine... mannigfaltige Verwendungsmöglichkeit, nicht wahr? Die ist schön konig. Das sind die Stäbe der Gerechtigkeit. So können Sie das quasi nennen. Haben Sie mir nicht letztens von Ihren Lichtschwert-Taschenlampen schon erzählt, dass das die Stäbe der Gerechtigkeit sind? Ja, das sind die kleineren Stäbe. Das sind eher so die Dolche. Okay. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Möhren sind wichtig. Nicht wahr? Möhren sind wichtig für Körper und Geist. Für die Augen auch, hat man früher mal gesagt. Und für die Haut. Sie haben auch viel Haut haben Sie ja auch. Ich hab eine Menge Haut, ja. Sie haben sehr viel Haut. Ja. Und das Möhren sind gut fürs Hautbild. Hm. Aber ich würde Ihnen das gerne erklären. Also passen Sie auf. Folgendes. Mit den Möhren verhält es sich so. Wir machen einen schönen Möhreneintopf. Wir machen Möhrenanwendungen. Wir schmieren uns gegenseitig mit Möhren ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht eine Überinformation ist, weil, verstehen Sie mich nicht falsch, Sie können mit den Möhren wirklich machen, was Sie wollen. Ich würde Sie nur um ein was bitten. Ja, und wir stecken die im Auspuff rein. Genau, und da ist immer beim Punkt, ich würde Sie darum bitten, dass bei mir, also bei dem Albrecht, ne, und bei mir da am Lohnunternehmen, in dem Fahrzeugfuhrpark, wir keine Möhren im Auspuff finden, weil die Assoziation, dass Sie das dann waren, ist so naheliegend, dass ich dann leider das Ganze anzeigen muss. Herr Schäfer, eine Möhre findet dort ihren Platz, wo es angebracht ist. Und wenn Sie mit einem Umweltvernichtern hier durch die Gegend gießen, nicht wahr, dann müssen die Möhren auch bei Ihnen zum Einsatz kommen. Na gut, aber das ist dass es dann Möhrensalat gibt. Ich merke, Herr Schäfer, ich merke... Sie sind einfach tatsächlich auf den Holzweg. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, nicht wahr? Ich glaube, bei Ihnen ist noch nicht Hopf und Malz verloren. Sie sind nur auf der falschen Spur. Liefern Sie die Möhren hier ab, ja? Kann ich vielleicht den LKW schon mal abladen? Ja, lassen Sie mich doch ausreden. Ne? Sie liefern die Möhren jetzt hier ab und ich bereite einen Möhrentrunk vor. Einen Möhrentrunk? Brauche ich ein bisschen Klatschmohn, ein bisschen Tomate, Möhre, Tzatziki. Ja, dann mache ich Ihnen so einen kleinen Möhrentrunk.
Also Möhre mit Tzatziki klingt echt nicht schlecht, aber das Ganze als Getränk, tut mir leid. Ja, das wird so zusammen geschwurmelt. Hm. Ja, kommt auch ein bisschen was. Es schmeckt nicht unbedingt lecker, aber das öffnet Ihnen die Augen. Ich möchte Sie zu diesem Getränk einladen. Ja, passen Sie das auf. Das mache ich Ihnen fertig. Da machen Sie noch Ihre Besorgungen und so weiter. Und wenn Sie noch irgendwas zu tun haben, weiß nicht, wo Sie rumschlawinern den ganzen Tag, dann machen Sie das. Und heute Abend öffne ich Ihnen dann die Augen. Dann kommen Sie vorbei, dann mache ich Ihnen eine kleine Zeremonie. Mhm. Und dann reibe ich Ihnen den Teufel. Dann würde ich Ihnen quasi dieses Getränk reichen. Und dann reden wir ein bisschen zusammen und lassen das auf uns wirken. Und schauen wir mal, was passiert. Also passen Sie auf, wir können Folgendes machen. Ich lade das mal ab. Ich gehe mal nochmal meine Wege, weil ich muss nämlich wirklich noch die anderen Möhren holen. Und die sind nicht für Sie. Und der Herr Kozura, der ist auch im Stress und der möchte sein Feld auch abgeerntet haben. Ich passe auf, des Friedens willen und weil das ja mit der BGA und hier bei Ihnen ja auch ein Teil auf dem Hof gelandet ist, weil es da ja eine kleine Sprengung gab, wo ich sagen muss, nochmal wirklich Entschuldigung, als guten Willen und für eine gute Zusammenarbeit würde ich dann anbieten, tatsächlich wiederzukommen und mit Ihnen ein Schlummersäftchen zu trinken, da ein Möhrensäftchen. Herr Schäfer, der Vorschlag hätte von mir sein können. Sehen Sie, wir sind gar nicht so unterschiedlich, die Wege, die wir fahren. Da kommen Sie heute Abend vorbei, kriegen Sie einen leckeren Möhrensaft. Nur Ihre ist Elektro, meines Diesel. Heute Abend auf dem Möhrensaft. Ich kann ja, wenn Sie möchten, auch ein Getränk, eine Spezialität von mir mitbringen. Was, darf ich schon fragen, was ist es oder ist es eine Überraschung? Das wird eine Überraschung. Da freue ich mich ja jetzt schon. Ja, aber auf jeden Fall. Gut, alles klar. Dann bis dann, Herr Peace. Ja. Ich werde das in Silo abkippen. Ach, kippen Sie das hier einfach, schmeißen Sie das hier hin. Wo? Hier. Da, wo Sie stehen. Da, wo Sie stehen gerade. Lass es einfach fallen, ich schippel das da rein. Ist es Ihr Ernst? Ist mein vollster Ernst. Okay. Also einfach hier, zack. Ja gut, ja, wenn Sie meinen, dann raus damit. Wunderbar, ja, weiter. Ach, so viel Möhren, das ist ja krass. Das sind eine Menge Möhren, ich wollte es nur erwähnt haben. Aber ist okay. Denken Sie sich, Herr Schäfer? Ja? Wenn Sie zu unserer Seite kommen heute Nacht, ja? Ja? Und die Nacht vorbei, denken Sie sich schon mal einen passenden Namen für Sie aus. Name? Warum denn ein Name? Sie werden nach dem Abend natürlich logischerweise ja auch ein Ritter unserer Seite sein für die gerechte Sache. Okay, das bedeutet. Wenn wir den Kreis aufnehmen. Ach so, Danger gibt's schon, Peace gibt's schon. Richtig, genau. Mhm. Was fehlt denn bei Danger und Peace vielleicht noch? Vielleicht eine andere Kategorie, vielleicht Voltage oder sowas. Voltage? Ja. Okay, alles klar, dann wäre ich Voltage. Alles, bis dann, ne? Oh Gott. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. Ihnen wirklich alles Gute. So, dann werde ich mal direkt anfangen zu stampfen hier für einen. Also das ist ja unfassbar. Der hat ja komplett einen am Schwimmer. Also ich bin mir nicht sicher, das Problem ist, ich muss tatsächlich heute wahrscheinlich, ja, ich werde nicht drum rumkommen, hier den Möhrchentee mit ihm zu trinken. Mein Gott, ich meine, immerhin ja, sind sie ja auch Auftraggeber von uns und sind ja auch Teil der Gemeinde. Es macht keinen Sinn. Man weiß immer nie, am Ende des Tages, was für einen Einflussbereich die auch haben, dann sind sie vielleicht doch besser mit dem Bürgermeister, wie man so erwartet. Und das kann ich nicht machen. Also das kann ich wirklich nicht machen. Das ist auch, ich meine, es ist immerhin noch Albrecht sein Geschäft und was heißt noch, es ist natürlich Albrecht sein Geschäft und ich muss da wirklich am Ball bleiben und versuchen, alles Mögliche zu tun, dass das so gut wie möglich läuft. Da muss man eben auch mal in die saure Möhre beißen. So, Anton wollte ich anrufen. Ja, Schiebe? Anton? Ja. Alter, ist doch nicht sein Ernst. Warum? Also nicht du, Anton, alles gut. Ich muss kurz auflegen. Oh. Ja. Ist das denn dein Ernst? Warum tust du das? Warum? War ein Schlagloch. Das tut mir leid. Guck mal an, was hast du denn hier? Ein paar Kratzer. Der ist nicht alt! Ja, die Achse hat einen mitgekriegt. Ach nee!
Ist ja auch gerade so ein Hammer vor das Rohr reingeflogen. Das aus dem Nichts. Das ist kein Hammer, das ist ein Hamvi, der ist gepanzert. Deswegen hat der auch kein... No, oh, bis auf ein paar Gott, wegen mir, ey. Ja, was mache ich jetzt? Ganz toll. Kann ich damit noch fahren? Nicht. Also lenken kannst du nicht mehr, aber... Ja, wie soll ich da fahren, wenn ich lenken kann? Ich muss lenken. Ich rufe den Rost an. Ja, und dann? Kannst du lange... Der repariert das Ding, geht natürlich auf meine Versicherung. Und du kannst natürlich so lange den 800er von mir, den Fendt, benutzen dafür, zum Arbeiten. Nee, ich brauche den LKW. Ich muss jetzt weiterfahren. Wir haben selber eine Werkstatt. Ich lasse da Anton drüber schauen. Ich muss das Ding jetzt irgendwie nach Hause quälen. Oh Mann, ey, ohne Witz. Ja, ist dir was passiert? Nee, mir geht's gut. Das ist ein Panzerwagen hier. Der kann ja trotzdem sein, du bist mit dem Kopf irgendwie zu doll an den Holm geknallt. Nee, alles gut. Ich eskortiere dich dann aber lieber nach Hause. Nicht das. Ja, mach das. Och nie, ey, nie, ey, nie, ey. Oh, das knischelt schön im Lenkgetriebe. Eieieiei. War so gut unterwegs. Ich war so gut unterwegs. Ach nee. So, eieiei. Das klingt nicht so gut. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal drüber schauen. Mist. Gut, Anton nochmal schnell anrufen. Ach nee. Schiebe. Anton, ich bin's nochmal. Sag mal. Die klingt gut. Die klang gerade nicht so toll. Ja, alles in Ordnung. Wo bist du denn aktuell? Aktuell bin ich mit Simon auf dem Feld 33 hier voll unterwegs von der Ernte. 37? 33. Ich spreche so undeutlich oder was? Nee, alles gut. Okay, pass auf. Ich muss den Albrecht abtanken. Das nützt alles nichts. Und der Dings ist mir gerade, der Lieutenant ist mir gerade in die Seite gefahren von dem LKW. Ich glaube, die Achse hat einen mitgekriegt. Was? Der LKW ist doch aber erst neu. Ja. Was sagst du? Der LKW ist doch erst neu. Ja. Mann, oh, müssen wir wieder reparieren oder was? Ja, so wie es aussieht schon. Was hast du denn hier gemacht? Albrecht, guck dich hin, bitte. Anton, pass auf. Anton, pass auf, dann mach du erstmal mit den Simon fertig, alles gut. Ja, brauchen Sie Hilfe oder was? Nee, alles gut, passt. Oder kannst du vielleicht den LKW hochfahren in die Werkstatt und mal drüber schauen? Ja, wo sind Sie denn aktuell? Ich bin beim Albrecht bei der Karottenernte. Das wäre vielleicht, komm mal schnell dort vorbei. Tank den Simon. Ich trinken Energy und komm zu Ihnen gefetzt. Ja. Sie werden sehen, Sie werden staunen. Bis gleich wieder, ich bin unterwegs. Alles klar, tschüss. Albrecht, guck nicht genau hin, ja, es gab einen kleinen Unfall. Ja, das geht auf meine Versicherung, Albrecht. Das war mein Schuld. Ja, alles gut. Na dann, ist ja nichts passiert. Nee, alles gut, niemand was passiert. Aber wir müssen, nee. Pass auf, Folgendes, und zwar der Anton kommt vorbei, der nimmt den LKW und, wow! Hier bin ich! Wow. Das ist krass, Anton. Läufst du bei unseren Sportstunden nicht so? Nervig, Sinn. Pass auf, Anton, hier vorne die Seite, siehst du ja selber am LKW. Nimm den mal, fahr mal bitte ach, hoch. Du Scheiße! Hör mir mal zu, fahr mal bitte hoch in die Werkstatt und guck mal, ob du es hinkriegst und lad mal die Karotten bitte vorher beim Herrn Kuzura ab, okay? Ja, das geht. Sag mal, welche dumme Sau warten das? Na, das klären wir später. Es geht auf jeden Fall auf die Versicherung vom Herrn Brandt. Was du das etwa oder was? Du elender komischer Lieutenant, du Aushilfslieutenant. Ja, jetzt komm. So, und du? Das habe ich wohl überhört. Also der müsste ja gleich wieder da sein, der Anton. Beziehungsweise ich denke mal, der wird mit einem Traktor kommen, mit dem Anhänger. Ich habe dich ja erstmal abgetankt. Die Lieferung ist gemacht bei dem Herrn Pies und Kann er wieder Auspuffrohre zustecken. Und wo ist der Lieutenant jetzt hin? Der sollte mich mitnehmen. Oh, Moment. Da vorne, Moment. Alles klar, Albrecht, ich komme dann auch gleich wieder. Ja, mach's gut. Hey, brennt. Du musst mir Gefallen tun. Ja, gibt's. Ja, warte. Hilf rein. So, fahr mich mal nochmal zurück zum Hippiehof. Machst die Tür zu? Nee, geht nicht. Warte. Ja, das. Spring rein, ich mach. Zurück zum Hippiehof, also selbe Strecke zurück. Diesmal ohne Unfall, wenn's geht. Ja, machen wir.
Och Mann, ey, ganz ehrlich. Das war so nicht geplant. Oh, Anton. Nee, es tut mir auch leid, ja? Dass wir da... Fahr hier vorne links, komm, Leier. Oh. Gib Gas, ja? Hallo? Hallo? Diese Technik, das ist ja unbeschreiblich. Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen? Hören Sie mich jetzt, wenn ich Sie jetzt hier... Ich höre Sie, aber passen Sie auf, wir müssen uns kurz halten, sonst kriegen Sie zu viel Strahlung in Ihren Helm. Oh, da haben Sie vollkommen recht, diese giftigen Dinger. Ich wollte Sie fragen, ob... Also, passen Sie auf, wir haben ja nachher diese kleine Zeremonie vor. Bin auf dem Weg zu ihm. Achso, ja, Sie müssen zum Sägewerk kommen. Zum was? Zum Sägewerk. Wo ist das denn? Das ist im Norden. Okay, kannst du mich zum Sägewerk fahren? Klaro, mach ich doch, Lambert. Okay, alles klar. Ich komm zum Sägewerk, ja? Super. Jetzt, ja? Ja, bitte. Okay, alles klar. Gut, Herr Peace, bis gleich. Oh, ich habe keine Ahnung, was er beim Sägewerk jetzt hier möchte. Gut, alles klar, in diesem Sinne. Aber, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.